So, Freunde des analogen Mediums, willst du die Laune hoch jetzt halten, musst du auf Fortune Cookie schalten. Also, ich habe mal ein bisschen gestöbert und habe hier ein sehr schönes Buch gefunden. Da sind ganz, ganz viele tolle Auszüge von großartigen Autoren drin. Und ich werde jetzt mal was vorlesen aus Victor Hugo, der Glöckner von Notre Dame. Achso, ich bin übrigens Christian Körner, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Am folgenden Morgen bemerkte sie beim Erwachen, dass sie geschlafen hatte. Das setzte sie in Erstaunen. Es war schon so lange Zeit, dass sie keinen Schlaf mehr kannte. Ein heiterer Strahl der aufgehenden Sonne drang durch ihr Dachfenster und traf ihr Gesicht. Zu gleicher Zeit mit der Sonne sah sie an dem Dachfenster einen Gegenstand, der sie erschreckte. Das unglückliche Gesicht Quasimodos. Unwillkürlich schloss sie die Augen wieder, aber es war vergebens. Sie glaubte auch durch ihre geschlossenen, rosigen Augenlider seine einäugige, zahnlückige Gnomenlarve zu sehen. Da hörte sie immer noch mit geschlossenen Augen eine raue Stimme sehr sanft sagen: Fürchtet euch nicht. Ich bin euer Freund. Ich war gekommen, um euch schlafen zu sehen. Das kann euch doch nichts schaden. Nicht wahr? Wenn ich euch schlafen sehe. Was macht es, wenn ich da bin und ihr habt die Augen geschlossen? Jetzt werde ich wieder weggehen. Seht. Ich habe mich hinter die Mauer gestellt. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Es lag etwas noch viel Traurigeres in dem Ton seiner Stimme als in den Worten selbst. Die Zigeunerin öffnete gerührt die Augen. Er war wirklich nicht mehr an dem Dachfenster. Sie ging an das Fenster und sah den armen Buckligen an einer Mauerecke gedrückt, in schmerzlicher, resignierter Haltung. Sie bemühte sich, den Widerwillen, den er ihr einflößte, zu überwinden. Kommt, sagte sie sanft zu ihm. Quasimodo glaubte, nach der Bewegung ihrer Lippen, die Zigeunerin jage ihn fort. Er erhob sich und schlich langsam, hinkend, mit gesenktem Haupte fort und wagte nicht, seinen trostlosen Blick zu dem jungen Mädchen zu erheben. Kommt doch, rief sie. Aber er schritt weiter. Da eilte sie aus ihrer Zelle, lief zu ihm und ergriff seinen Arm. Als er sich von ihr berührt fühlte, zitterte Quasimodo an allen Gliedern. Er erhob bittend sein Auge zu ihr, und als er sah, dass sie ihn zu sich zurückführen wollte, strahlte sein Gesicht vor Freude und Zärtlichkeit. Sie wollte ihn in ihre Zelle treten lassen, aber er bestand darauf, auf der Schwelle zu bleiben. »Nein, nein«, sagte er, »die Eule kommt nicht in das Nest der Lerche.« Sie kauerte sich graziös auf ihr Lager mit der schlafenden Ziege zu ihren Füßen. Beide betrachteten aneinander schweigend ein paar Augenblicke, er erstaunt über so viel Anmut, sie über so viel Hässlichkeit. In jedem Augenblick entdeckte sie an Quasimodo einen neuen Fehler. Ihr Blick glitt von seinen krummen Knien zu seinem Buckel, von seinem Buckel zu seinem einzigen Auge. Sie konnte es nicht begreifen, dass ein so hässliches Wesen existieren konnte. Aber es lag über seinem ganzen Wesen so viel Trauer und Sanftmut ausgegossen, dass sie anfing, sich an ihn zu gewöhnen. Er brach zuerst das Schweigen. »Ihr rieft mich also zurück.« Sie nickte mit dem Kopfe und sagte, ja. Er verstand das Zeichen mit dem Kopfe. Ach, sagte er zögernd, es ist, ich bin taub. Armer Mann, rief die Zigeunerin mit dem Ausdrucke wohlwollenden Mitleids. Er lächelte schmerzlich. Ihr findet, dass weiter nichts fehlte als das, nicht wahr? Ja, ich bin taub. So bin ich beschaffen. Es ist schrecklich, nicht wahr? Ihr seid so schön.
Es lag in dem Ton des Armen ein solcher Ausdruck des Jammers, dass sie nicht die Kraft hatte, ein Wort zu sagen. Übrigens würde er sie nicht gehört haben. Er fuhr fort: Niemals habe ich meine Hässlichkeit so empfunden als jetzt. Wenn ich mich mit euch vergleiche, fühle ich ordentlich Mitleid mit mir, armem, unglücklichem Ungeheuer, das ich bin. Ich muss euch vorkommen wie ein wildes Tier, sagt es nur. Ihr seid ein Sonnenstrahl, ein Tautropfen, ein Vogelsang. Ich bin etwas Abscheuliches, weder Mann noch Tier. Ein etwas hässlich und missgestaltet, wie ein Kieselstein, den man mit Füßen tritt. Dann fing er an zu lachen. Und dieses Lachen war das Herzzerreißendste, was man sich auf der Welt denken kann. Er fuhr fort: Ich bin taub. Aber ihr könnt durch Gebärden und Zeichen mit mir sprechen. Ich habe einen Herrn, der auf diese Art mit mir spricht. Und ich werde bald, was ihr sagen wollt, aus der Bewegung eurer Lippen und aus euren Blicken erraten lernen. Nun wohl, versetzte sie lächelnd, so sagt mir, warum ihr mich gerettet habt. Ich habe euch verstanden, antwortete er. Ihr fragt mich, warum ich euch gerettet habe. Ihr habt einen Elenden vergessen, der in einer Nacht versucht hat, euch zu rauben. Einen Elenden, dem ihr selbst am folgenden Tage an dem entehrenden Pranger Hilfe gebracht habt. Einen Tropfen Wasser und ein wenig Mitleid. Das ist mehr, als ich je in meinem Leben vergelten kann. Ihr habt diesen Elenden vergessen. Er hat sich an eure Wohltat erinnert. Sie hörte ihn mit tiefer Rührung an. Eine Träne stand in dem Auge des Glöckners. Aber sie rollte nicht herab. Es schien ihm Ehrensache zu sein, sie zurückzuhalten. Hört, sagte er, als er nicht mehr fürchtete, dass die Träne herabfallen würde. Wir haben hier sehr hohe Türme. Wenn ein Mann hinabfiele, würde er tot sein, ehe er den Boden berührte. Wenn ihr wollt, dass ich hinabstürzen soll, braucht ihr mir nicht einmal ein Wort zu sagen, ein Wink eurer Augen genügt. Dann erhob er sich. So unglücklich sich die Zigeunerin auch selbst fühlte, dieses seltsame Wesen erweckte doch ihr Mitleid. Nein, nein, sagte er, ich darf nicht zu lange bleiben. Ich fühle mich nicht frei, wenn ihr mich ansieht. Nur aus Mitleid wendet ihr die Augen nicht ab. Ich werde wohin gehen, wo ich euch sehen kann, ohne dass ihr mich gewahr werdet. So wird es besser sein. Er zog aus seiner Tasche eine kleine Metallpfeife. Nehmt, sagte er, wenn ihr mich nötig habt, wenn ihr wollt, dass ich kommen soll. Wenn ihr nicht zu viel Abscheu empfindet, mich zu sehen, so pfeift darauf. Ich höre dieses Geräusch. Er legte die Pfeife auf die Erde und entfloh.